Meine Laune ist gerade am Boden. Ich habe mir jetzt gerade das erste Mal die Aufnahme angeguckt, weil ich hatte echt keine Zeit davor. Und jetzt habe ich gesehen, die sind einfach scheiße geworden. Wie ist das jetzt? Licht aus. Diese Kack-LKW. Hier ist nichts beleuchtet in der Karre. Man sieht nichts. Scheiße nochmal. Es ist Montag, kurz nach 9. Ich stehe an der Rampe, ich werde geladen. Und dann geht die Reise los in die neue Woche. Man darf gespannt sein, wohin es geht. Vielleicht nach Bielefeld. Vielleicht wieder nach Apolda. Vielleicht aber auch ganz woanders hin. Es geht schon mal gut los mit Stau. Ich fahre jetzt erstmal tanken, weil der Tank ist relativ leer. Oh, ihr wisst ja noch gar nicht, was ich diese Woche fahre. Ich bin jetzt angekommen bei der Tankstelle. Jetzt zeige ich mal meinen italienischen Hengst, den ich gerade fahre. Mein Geschoss. Hier sogar mit Rennstreifen, also der. Das Zeug von purer Leistung. Nein, aber ist eigentlich bis jetzt, was ich bis jetzt gefahren bin, echt zufriedenstellend. Also kann ich mich nicht beschweren. Immer rein mit dem guten Zeug. Immer rein. Viertel nach 12, 800 Liter in die Tanks reingelassen und jetzt geht die Fahrt weiter. Moment mal. Spulen wir nochmal zurück. Alter, ich bin ja in Frankreich. Hä? Hä, aber Bielefeld ist doch gar nicht in Frankreich. Okay, ich deck's jetzt ja schon auf. Ich habe 4 Abladestellen in Frankreich. Die erste Abladestelle, da fahre ich jetzt gerade hin, die ist noch eigentlich in Deutschland, im Elsass. Mit Augenzwinkern jetzt gesagt. Dann die zweite Abladestelle ist in Châtenois, Le Franc. Die dritte Abladestelle ist in Bisel und die vierte Abladestelle ist in Vittel. Aber Vittel mit Doppel-T, nicht wie das Wasser, was man kaufen kann. Natürlich erstmal Adresse suchen, war ja klar. Hier ist auf jeden Fall Würth. Ah, da hinten ist es ganz versteckt. Es ist 13 Uhr, ich bin in Erstein im Elsass bei der Abladestelle angekommen. Ich muss aber hier noch eine halbe Stunde jetzt warten, weil die erst um 13.30 Uhr wieder anfangen zu arbeiten. Das ist halt französische Arbeitszeiten, ne? 35-Stunden-Woche gesetzlich und so. Aber es passt jetzt ganz gut, weil ich sollte eh noch eine halbe Stunde Pause machen, weil von hier bis zur zweiten Abladestelle brauche ich noch 2 Stunden. Und dann hätte es mir eh nicht ganz gereicht von der Lenkzeit, also so ist jetzt auch nicht so wild. 14:45 Uhr, ich bin fertig. Mache mich jetzt auf den Weg zur Nummer 2. Alter, das ist ein 3 LKWs vorne. Einer hinten. Heilige Scheiße. Franzosen so einen Hubbel hinbauen und da 30, alte Junge, wenn die einen Hubbel hinbauen und da steht 30, ach du Scheiße, boah, Junge, Junge, Junge.
da muss man auch wirklich mit 30 drüber fahren, also eher sogar mit 15 oder 20, weil die machen da so Hubbel, da schlägt die Karre zusammen und dich auch, das kann man sich nicht vorstellen, also das ist 30 drüber. Das ist so völlig, Junge, das ist so völlig übertrieben und dann schreiben die da auch noch 30 hin. Junge, echt. Sagt 1646, aber ich glaube, das wird schwierig bei französischer 35-Stunden-Woche, um die Uhrzeit noch abzuladen, aber ich probiere es, ich fahre auf jeden Fall bis zur Firma und dann schauen wir mal, weil wenn ich das heute noch ablade, kann ich noch ein Stückchen in Richtung Vittel fahren, weil es ist von hier noch mal eine ganze Ecke bis da hoch, 3 Stunden oder sowas, also ich sollte eigentlich das schon noch schaffen, hier abzuladen. Und Hummel! Boah, Junge! Fertig mit Abladen. Ich musste nur die Seite aufmachen und mit dem Handhubwagen alles vorziehen, weil die keine langen Gabeln hatten. Das war ein bisschen anstrengend, weil das war sau schwer, das Zeug. Ich hatte so Kisten geladen, so wie das hier. Nur halt nicht so hoch, sondern bloß bis hier. Ich gehe jetzt noch kurz Pipi machen und dann ziehe ich weiter mit meinem italienischen Schlachtross, mit meinem Hengst, mit meinem Stallone. Und fahre noch 2,5 Stunden oder sowas. Ich brauche 2 Stunden 45 von hier. Vielleicht fahre ich auch bis direkt zum Kunden. Das überlege ich mir noch. Und sonst stelle ich mich halt irgendwo auf den Parkplatz.
19:35 Uhr, ich bin in Vittel angekommen, ich habe Feierabend. Die Firma ist hier oben, aber da war es überall so hügelig, da wollte ich mich nicht hinstellen und hier ist halt schön eben. Ist sowieso schön hier, schön ruhig und auch schöne Landschaft. Und ich melde mich morgen wieder. Es ist Dienstagmorgen, 10:08 Uhr, wunderschön in Vittel im Industriegebiet, in wunderschöner französischer Pampa. Ich habe irgendwie nicht so toll geschlafen in diesem Bett. Irgendwie bin ich 5000 Mal aufgewacht nachts. Also das war nicht so toll. Dafür habe ich heute Morgen schon einen kleinen Spaziergang gemacht, habe die Firma gefunden. Beziehungsweise da, wo ich reinfahren muss. Die Firma hatte ich ja gestern schon gefunden, aber nicht, wo diese Abladestelle ist oder wo die das Zeug abladen. Das habe ich jetzt gefunden und dann lade ich mal ab. Und dann kommt hoffentlich die SMS. Fahr mal da und dahin. Ich muss warten auf Ladung. Ich fühle mich gerade wie so ein Pole, weil ich habe abgeladen, jetzt stehe ich hier rum und warte auf Ladung. Ich habe jetzt meine Ladung bekommen, und zwar in Bousonville, das ist kurz vor Luxemburg, an Metz vorbei, 180 Kilometer von hier. Aber wohin das geht, das weiß ich noch nicht, das werde ich noch mitbekommen. Es geht gerade so weiter wie in Deutschland, natürlich die Ortsdurchfahrt gesperrt für mich, beziehungsweise allgemein gesperrt und keine Umleitung eingerichtet. Also die schreiben nur hin Route Barré, 200 Meter und dann fertig. Schön durchs Wohngebiet geballert. Scheiße. Das ist auch so blöd, dass die da keine Umleitung hinschreiben wenigstens. Verstehe ich nicht. Da muss man sich selber dann suchen, wo man da hinkommt. Ich fahre jetzt gerade so eine richtige Mautbrellerstrecke. Die Autobahn ist vielleicht 300 Meter von der Straße auf der linken Seite und ich fahre ungefähr seit 5 Minuten da auf gleicher Höhe mit so einem LKW, der da auf der Autobahn auch fährt. Das heißt, ich bin genau gleich. Nur, ich zahle keinen Pfennig für ihn. An diese geile Rampe fahren. Habe ich auch noch nie gesehen, sowas. 12:15 Uhr ist es geladen, die erste Stelle. Ich muss jetzt rüber nach Deutschland, in die Nähe von Saarbrücken. Und da muss ich Paletten holen, leere Paletten, 47 Stück. Und dann fahre ich wieder rüber nach Frankreich und gebe die Paletten bei einer Firma in Niederwille ab oder Niederwille und hole mir dann dort zwei Ladungen für Nagold und für Rottenburg. Angekommen in Niederwille oder Niederwille. Ich weiß nicht, wie man es jetzt richtig ausspricht. Das ist ja Elsass hier. No. Und ja, jetzt gehe ich mal rein in die Rezeption und dann gucke ich mal. Ich muss nämlich ein paar Sachen hier holen. Also zwei Abladestellen lade ich ja hier. Dann muss ich mich natürlich hier wieder mit Händen und Füßen und meinem schlechten Schulfranzösisch durchqueren. Bonjour. Je dois chercher à Nagold. Wir haben 4:15 Uhr, ich bin geladen, soweit alles drauf, nur der Lieferschein ist noch nicht fertig oder die fehlen noch oder keine Ahnung, jetzt muss ich mich halt noch gedulden hier und warten. Ich brauche von hier nur 3 Stunden jetzt noch bis Nagold, das heißt ich fahre noch 2,5 Stunden und dann stelle ich mich irgendwo hin. Mach Feierabend und dann geht's morgen weiter. Und ich bin das zweite Mal heute wieder in Deutschland. Gleich zumindest in 1 Kilometer. Ich bin mittlerweile in Nagold. Es ist 19 Uhr. Ich stehe im Industriegebiet direkt gegenüber vom Kunden. Hier ist der Häfele. Da muss ich morgen hin. Da war ich sogar schon mal, aber mit einer anderen Firma und Minijob-mäßig, was ich mal gemacht habe. Ja. Ich habe irgendwie vergessen, hier die Fahrt zu filmen, weil ich habe mit dem Chris telefoniert, der macht auch YouTube-Videos, YouTube-LKW-Videos. Bisschen anders wie ich, nicht so Doku-Style wie ich, sondern mehr so Dashcam, Doku, alles durcheinander. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja auch mal angucken. Ich finde es ganz gut.
Ich tue den Link in die Beschreibung, dann kommt ihr gleich auf seinen Kanal. Ich melde mich morgen wieder. Ich mache jetzt Feierabend, ich mache jetzt noch Fashball, schaue hier mit diesem tollen Fernseher noch meine Serie weiter. Und ja, bis morgen. Um 8:30 fertig beim Häfele. Hat jetzt doch irgendwie ein bisschen länger gedauert, aber ich bin jetzt fertig. Jetzt fahre ich rüber nach Rottenburg. Da brauche ich 10 Minuten von hier. Da hoffe ich, da habe ich ja nur 4 Paletten für England. Leider darf ich das nicht selber zustellen. Ja, also zum Glück. Dann wird es aber schneller gehen, hoffe ich zumindest. Also wir haben jetzt 9:30, ich bin abgeladen, aber ich persönlich bin mega geladen. Ich war gerade bei so einer verfickten Kackbude. Also das war sowas von beschissen da. Ich bin rein, ja, ins Büro. Da sind 3 Leute. Ich stand eine Viertelstunde da und die haben mich einfach komplett ignoriert. Die haben einfach nichts gesagt. Die haben mich nicht mal angeguckt, als ob ich Luft wäre. Dann bin ich raus, habe angerufen im Büro bei mir und dann hat es auf einmal funktioniert. Also wirklich, das sollte man nicht glauben. Ich bin doch kein Assi oder ich bin doch nicht heiße Luft. Also unmöglich, wie die mit einem umgehen. Unmöglich. Und ich mache mich jetzt jedenfalls auf den Weg nach Biberach. Und dann, ich bin auf Frankreich gewöhnt, ich fahre, ich darf hier nur 60 fahren auf der Landstraße. Da muss ich erstmal wieder bremsen. Ich fahre auf jeden Fall nach Biberach und lade ab und dann bin ich mal echt gespannt, wohin die Reise geht. Ich bin jetzt gerade in New York City, der Schwäbischen Alb in Münsingen. Hier war ich immer. Ich habe ja hier in der Nähe habe ich Polizeikontrolle. Hier in der Nähe habe ich mein FÖJ gemacht. Also wie ein FSJ ist es nur mit Ö. Also statt freiwillig Soziales ist es ein freiwillig ökologisches Jahr gewesen. Da war ich in Bichishausen auf einem Demeterhof und da bin ich eben ziemlich oft in Münzing gewesen, weil das so ziemlich der einzige Ort war, wo man einkaufen konnte. Da bin ich immer mit meiner Simson hergedüst. Ich glaube, fast eine Dreiviertelstunde bin ich gefahren zum Einkaufen. Die ganzen Kräne da vorne, das ist Liebherr. Da muss ich jetzt auch hin. Allerdings nicht hier hin, sondern in die Memminger Straße. Ey, ich werde noch verrückt. Schon wieder falsch gefahren. Aber jetzt weiß ich es endlich, wo ich genau hin muss. Da hätte ich reingewusst. Wir haben 10:50, ich bin leer. Ich habe leider hier direkt in der Mittagspause erwischt die Leute von Liebherr, deswegen hat es etwas länger gedauert. Aber es hat trotzdem alles geklappt. Jetzt fahre ich nach Sonnenbühl, da kriege ich eine Komplettladung nach Frankreich, in die Nähe von Metz, nach Saint-Julien und lade aber noch auf dem Hof irgendwie ein Kleinzeug da dazu. Also es ist nicht ganz so komplett lang, aber ich habe nur 2 Abladestellen morgen. Also passt die Sache. Termin ist morgen erst um 14 Uhr. Das heißt, ich habe von dem her sowieso dann auch keinen Stress. Also kann ich das ganz entspannt angehen. Wisst ihr, was mir so richtig auf den Zeiger geht? Mir ist vorhin beim Abladen, hatte ich die Fenster offen, da ist mir eine Fliege reingeflogen in den LKW. Und dann hat die sich irgendwo versteckt. Und als ich losgefahren bin, kam die dann aus ihrem blöden Versteck raus. Und zuckt mir jetzt die ganze Zeit um den Kopf und um die Beine und so. Und das geht mir so auf die Nerven. Aber ich kann jetzt nichts machen, weil ich fahre jetzt. Und nachher, wenn ich lade, dann finde ich das Scheißviech wieder nicht. Und sobald ich dann losfahre, dann fliegt es wieder mit LKW rum. Ey, das ist so nervig. Wir haben mittlerweile 17 Uhr. Ich habe die Leerpaletten abgegeben. Und ich habe ein kleines Update, was meinen Ort betrifft. Und zwar ist es nicht Saint-Julien bei Metz, sondern Saint-Julien bei Troyes in der Nähe. Also es sind nicht nur 300 Kilometer, sondern 600 Kilometer. Und das heißt, ich muss heute schon noch ein bisschen Strecke machen, dass ich morgen um 14 Uhr auch sicher dort bin. Rückladung steht auch schon. Aber das verrate ich jetzt noch nicht, weil das wird geil. Das wird auch ein bisschen spannend zum Zuschauen. Aber mehr verrate ich jetzt noch nicht. Ich flippe jetzt gleich komplett aus. B27 20, Stau. Ich denke, hey, ich kenne mich ja aus. Komm, fahre ich Alternativroute. Fahre ich von der B27 runter, ist die Alternativroute gesperrt. Ich so, ja toll. Ja toll. Da war da auch noch richtig Fettstau. Also gerade ist echt der Wurm drin. Ich komme nicht voran. Also da hätte ich mich auch auf die A8 in den Stau stellen können.
Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Eins der Dinge, die man haben sollte, wenn man international fährt, ist entweder eine sehr gute Karte oder ein Handy, Smartphone mit Guthaben drauf, beziehungsweise EU-Flatrate und Google Maps, weil halt die Adressen oft nicht stimmen. Gerade jetzt hier habe ich es auch schon wieder, dass halt die Adresse einfach falsch ist. Beziehungsweise ich das im Navi nicht finde, so wie ich das eingebe im Navi. Und deswegen ist gerade, wenn man jetzt im Ausland dann ist, ist extrem wichtig, dass man halt Guthaben auf dem Handy hat, weil man oft dann dasteht und denkt, fuck, was mache ich jetzt? Weil halt die Adresse nicht stimmt. Und Google Maps ist halt einfach echt das Beste, weil da gibt es einen und das ist eigentlich in der Regel so aktuell, dass man da alles findet. Hier ist jetzt der Hirschsprung, da ist der Legende zufolge ein Hirsch über diese Schlucht hier da gesprungen. Da steht auch eigentlich ein Hirsch auf dem Hügel oben, so eine Figur, aber ich weiß gar nicht, ich sehe ihn gerade selber nicht. Aber eigentlich ist der da oben auf dem Buckel drauf. Jedenfalls, man sieht ihn leider nicht. Jedenfalls ist der Legende nach zufolge da oben rüber gesprungen. Da oben links war er jetzt. Scheiße, aber ich glaube, das sieht man nicht auf der Kamera. Ob man der Legende trauen kann, das weiß ich nicht. Aber so als kleine Kulturinfo von mir auf meiner Tour, damit man hier auch was lernt, wenn man schon meine Folgen anguckt. Jetzt in Freiburg auf der Durchfahrt. Da komme ich heute aber gut durch um die Uhrzeit. Das sollte kein Problem sein. Ich fahre gerade über den Rhein nach Frankreich rein. Hahaha. Hier ist ja seit neuestem sogar eine Grenzkontrolle. Aber kein Franzose da. Nur Licht. Man könnte ja fast sagen, viel Licht um nichts. Hahaha. Oh Gott, ich bin ja richtig in Flachwitze-Stimmung gerade. In Hamburg, da wurde ein Sarg angeschwemmt. Stimmt wirklich. Und dann hat man versucht, den aufzukriegen, gell? Also da haben, keine Ahnung, man hat alles versucht, ja. Es ist einfach nicht aufgegangen, der Sarg. Da lag nämlich ein Zuhälter drin. Hahaha. Okay, sorry, tut mir leid, aber ich war gerade so in Flachwitze-Stimmung, ja. Wenn ich gerade schon so zwei rausgehauen habe, habe ich gedacht, okay, komm, dann darf mein Lieblingsflachwitz, darf da nicht fehlen. Ich bin offiziell der dümmste Mensch der Welt. Ich hatte vorhin einen Parkplatz, ja, einen richtig normalen, legalen Parkplatz mit genau 9 Stunden Lenkzeit. Und was denkt der schlaue Freddy? Hey, komm, ich fahre noch weiter. Ich nutze jetzt das noch aus. Das Ende vom Lied ist, ich stehe jetzt hier mit 4 Stunden 29 halblegal auf dem Parkplatz in der Durchfahrt, ja. Also, das war so eine richtig dämliche Aktion. Da könnte ich mir ja gerade so selber eins in die Fresse hauen, also so, dass aber richtig nah mit Nasenbruch und mindestens ein Zahn ausgeschlagen. Das war also sowas Dummes habe ich schon lange nicht mehr gemacht wie die Aktion gerade. Also brauche mal nichts zu sagen. Ich gehe jetzt ins Bett. Morgen geht es um 8 weiter oder 9 und damit abgeladen und dann kommt eine coole Rückladung. Es ist Donnerstag, 10 vor 8, bei reinstem Septemberwetter in Frankreich auf der Raststätte. Ich fahre demnächst los in 10 Minuten oder 15 Minuten und habe von hier 4 Stunden 50 bis zur Abladestelle. Und da bin ich dann so, keine Ahnung, pünktlich auf jeden Fall, pünktlichst zum Abladetermin. Hier ist nochmal mein italienisches Rennpferd. Und dann werde ich die Rückladung bekommen. Da darf man mal gespannt sein, wo das hingeht. Ich weiß es selber noch nicht. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich ziemliche Action wird. Und dann bin ich am Freitag hoffentlich wieder zu Hause. Also das muss ich halt gucken, wie es läuft. Ich mache jetzt gleich noch meine Abfahrtskontrolle und dann geht die wilde Reise los. Und es geht weiter auf der Autobahn. Ey, das sind wieder solche Vollidioten unterwegs. Solche Vollidioten. Der da hat den Berg runterlaufen lassen des Todes. Ist mit 110 an mir vorbei.
und dann ist er auf der Geraden einfach langsamer wie ich und fährt jetzt raus. Es hat sich also so richtig gelohnt. Ey, solche Vollpfosten. Super Wetter auf jeden Fall. Jetzt geht's aber los hier. Ey. Irgendwas stimmt mit meiner Bella-Makina nicht, glaube ich. Die wird einfach nicht warm. Jetzt, ich weiß, dass Euro 6 LKWs ewig brauchen, bis sie warm werden. Und dass sie auch immer so ein bisschen mit der Temperatur schwanken. Das hat der Scania auch gemacht. Aber die Karre, ich fahre jetzt seit einer Stunde 12. Und der hat erst 60, knapp 60 Grad. Und wird auch wieder kälter. Also irgendwas, ich vermute mal, Thermostat ist kaputt. Aber irgendwas stimmt da definitiv nicht. Das ist jetzt nichts Schlimmes, so kann man ohne Probleme fahren. Nur der verbraucht halt mehr, wenn er die ganze Zeit mit so kaltem Motor fährt. Und meine Heizung geht nicht wirklich, weil ich habe hier auf 25 Grad eingestellt. Aber so richtig warm ist hier drinnen nicht. Dieses Schild da gerade, das ist auch eine der Sachen, die ich in Frankreich ganz cool finde. Da wird einem angezeigt, wie weit die nächsten Tankstellen weg sind. Da kann man sich immer die Lenkzeit ein bisschen besser einteilen. Das gibt es aber in Italien auch. Franzosen sind so Kreisverkehr verliebt, die bauen sogar Kreisverkehr auf die Raststätten. Ich mache jetzt nämlich meine Pause und dann mache ich das Frage-Antwort-Video. Jetzt habe ich nämlich Zeit dafür. Wenn man den Franzosen eins nicht vorwerfen kann, dann ist es, dass sie keine LKW-Parkplätze haben. Mal guck mal hier. Dann da drüben ist nochmal so eine Riesenfläche und die meisten Raststätten sind so groß. Naja, ich mache jetzt mal meine Pause und mache mal das Frage-Antwort-Video, beziehungsweise guck mal, wie weit ich komme. Es sind ja schon ein paar Fragen. Und dann geht's weiter. Ich habe von hier jetzt noch eine Stunde bis dahin. Und dann bin ich da, keine Ahnung, da fahre ich hier in einer Stunde weiter. Mach ein bisschen länger Pause, dann bin ich um 13.30 Uhr da, dann bin ich eine halbe Stunde vor Termin. Einwandfrei. Es ist 14.09 Uhr, ich bin leer. Die haben mich schon vor Abladetermin abgeladen, das finde ich natürlich gut. Ich habe allerdings von hier auch bis zum Laden jetzt dreieinhalb Stunden, 220 Kilometer. Das heißt, ich muss eh Gas geben. Und das Ding ist wieder, denkt ihr, die Adresse stimmt, die ich bekommen habe? Finde ich das auf Google Maps? Nein, natürlich nicht. Das heißt, ich muss jetzt da noch irgendwie diese blöde Adresse da finden. Aber wer weiß, vielleicht ist ja vor Ort, sieht man es auch, das muss irgendwie ein alter Bahnhof sein oder sowas. Vielleicht sieht man das auch vor Ort dann direkt. Aber ich habe jetzt halt so aus der Distanz keine Ahnung. Natürlich auch mal eine schöne Ladung. Natürlich ist meine Straße jetzt gesperrt, war ja klar. Irgendwie stand ich jetzt, keine Ahnung, wie lange standen wir da? Ich stand da jetzt irgendwie 3 Minuten, jetzt auf einmal läuft es. Oh, das ist, glaube ich, die Wurzel des Übels. Aber dass sie auch dann auf der Umleitungsstrecke eine Baustelle machen müssen, das ist halt dann auch wieder so höchst intelligent. Gerade auf der N4, das ist so die Hauptmautprellerstrecke, sage ich mal. Aber meine Ladung heute entfällt. Ich lade es erst morgen. Also das kann ich mir jetzt ganz in Ruhe noch einen guten Parkplatz suchen. Ich möchte nicht hier an der N4 parken, weil da ist schon die Gefahr relativ groß, dass man da von Zigeunern überfallen wird und dann hier den irgendwelchen Typen die Kacke aufschlitzen. Also die Plane aufschlitzen und den Karre aufbrechen und dich ausrauben oder Sprit klauen. Ich muss halt nachher da bei Vitry-le-François noch ein bisschen nach links und dann auf der D688 und da werde ich mich dann irgendwo hinstellen. Es ist 6.32 Uhr, ich mache mich auf den Weg zur Ladestelle, da soll ich um 7 Uhr sein, aber ich muss das noch finden nachher. Deswegen fahre ich lieber nach ein bisschen früher los. Ich brauche nur 10 Minuten oder so für D61. Ich wurde nicht überfallen, mein Handy ist noch da, mein Geldbeutel ist noch da. Die Tanks sind immer noch genauso voll wie gestern. Das heißt, es wurde nichts abgepumpt. Ich habe einen ganz guten Platz gehabt. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt.
Ich bin am Vorbereiten vom Auflieger. Sieht jetzt so aus. Das Dach muss noch auf, dann muss ich diese Eisenstangen hier, da müssen hier rein und die Dinge kommen hier so hin. Also noch ein bisschen Arbeit vor mir. Die Beladung läuft. Geiler LKW. So einen hatte ich ja. Nur nicht als 45, sondern als 500er. Ich vermisse den jetzt gerade schon ein bisschen, wenn ich den da so sehe. Fertig mit Laden. Jetzt geht's ans Gurten. So sieht der ganze Spaß jetzt gegurtet aus. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Jetzt muss ich Seite zumachen und dann Dach zu machen und dann geht's los. Fertig geladen ist. Ich warte jetzt noch auf den anderen. Und dann geht's los Richtung Deutschland. 14.53 Uhr ist Ankunftszeit plus noch dreiviertel Stunde Pause. Also um 3:30 oder so bin ich auf dem Hof, je nachdem. Ich liebe Frankreich fahren, es ist so viel besser als in Deutschland. Ich melde mich jetzt das letzte Mal für diese Woche. Wir haben 17 Uhr, ich bin auf dem Hof. Warte jetzt noch auf den anderen Fahrer, wo ich den LKW umräume, dass ich den LKW umräumen kann. Weil das will ich nicht am Montag erst machen. Das kostet so viel Zeit. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und die nächste Folge kommt dann nächsten Samstag. War nur Spaß. Ich warte auf den anderen LKW. Ich fahre am Morgen wieder los nach Frankreich. Ich bin dann das Wochenende draußen. Wenn ihr die Folge seht, ich weiß nicht, ob es diese Woche schon noch was wird. Also wir haben heute den 16. September. Wahrscheinlich habt ihr das Abo-Spezial jetzt gesehen, wenn ihr dieses Video seht. Aber ihr könnt euch freuen, dann kommt nämlich eine Woche länger auf Fernverkauf.